Okay, ich habe mich wieder eingekriegt. Part 47. Grünes Gerät. Yay. Ich wette, das ist das Teil für das Laser. Nein, das ist das Teil für grüne Barrieren. Lass mich bitte einfach noch ausspeichern. Oh Mann. Oh, ihr seid wieder heil zurück. Was ist mit dem Teil? Habt ihr es bekommen? Alles lief wie am Schnürchen. Ja klar. Das lief alles so gut. Ich meine, guck dir meine Party an. Eine steckt immer noch. Ja. Teil mit der Maschine verbinden. Na klar. What could possibly go wrong? Moon, Action! Hey! Moment, wir haben die Ausgangsleistung nicht festgelegt. Die Stadt ist in Gefahr. Schalt es aus. Nur keine Panik. Wahnsinn. Ah, endlich. Gehen wir. Was? Ein glücklicher Zufall, dass es funktioniert hat, wa? Der Himmel. Schön. Ein laues Lüftchen. Ach, es sind Magier. Ältester, der Himmel sieht seltsam aus. Die alte Maschine hat den Schild zerstört, der den Himmel draußen hielt. Wirklich? Ihr habt das alte Ding zum Laufen gebracht? Dank meinen Freunden hier. Wie in den Kriegen zwischen den Ahnen. Ja. Aber wir haben die Maschine nicht zum Zerstören genutzt. Hört endlich auf, rumzugrübeln und schaut nach oben. So muss der Himmel aussehen. Jetzt können wir die Stadt bestimmt verlassen. Hey, komm zurück! Oh, die wahre Farbe des Himmels. Ist das nicht schön? An sich ist das ja definitiv eine gute Sache. Okay. Genau. Das wusstest du. Und wisst ihr, was ich weiß? Dass ich speichern werde. Warum? Weil das alles scheiße war. Oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, wie furchtbar das war. Ich habe wirklich gedacht, ich bin so gut wie tot und das war's. Ne, Ältester? So, und jetzt erstmal im Impen. Das geht ja mal gar nicht, ey. Nee. Lass mich schlafen. Ich brauch Schlaf. Ganz viel davon. Okay. Jetzt geht's mir besser. So, was ich jetzt noch definitiv machen muss, ist nochmal da reingehen. Oh, da unten ist noch ein Schatz, wo ich nicht geöffnet habe. Vielleicht konnte ich es auch vorhin hier finden. Nee, ganz so sicher. Barriere und so, ihr wisst schon. Nochmal in dieses Stückchen Dungeon da reinlaufen.
um tatsächlich uns noch einen Schatz zu holen, der wohl beim Bossraum gewesen wäre. Aber speichern war jetzt definitiv höher auf meiner Agenda-Liste als irgendein Schatz. Muss ich tatsächlich auch dazu sagen. Weil das brauche ich nicht nochmal. Ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat, wie es funktioniert hat, nämlich schlecht. Aber es hat funktioniert. Das ist in gewisser Weise gut. Achso, ich komme von da oben. Guck mal. Ja, da ist eine Maschine da an. Schuh haut erstmal wieder volle Kanne dagegen. Jetzt ist die Frage, muss ich den Dingens nochmal aktivieren? Den Schalter für das Fließband. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich jetzt so ziemlich keinen Kampf machen werde, sein, ich werde komplett dazu gezwungen. Das eine Mal hat mir jetzt gereicht. Ich meine, glücklicherweise ist es ein sehr, sehr kurzer Dungeon. Na, wie fahren die Dinger? Na, perfekt. Nett. Kann natürlich sein, dass die zwei Skelette da nochmal vor der Tür stehen, aber das ist ein kleines Opfer, was ich noch über mich bringen würde. Nämlich den einen verprügeln und dann links dran vorbei. Ganz einfach. Aber es ist wirklich so, in diesem Spiel, ich habe das Gefühl, ich gehe keine... Oder ich schaffe keine zwei Parts, ohne dass mindestens ein Bosskampf dazwischen gerät. Das macht mir Angst. So leicht zumindest. Da abgesehen davon, dass es mir wirklich Angst macht, wenn da ständig sowas kommt wie diese komische Mecha-Spinne gerade. So schlagartig. Kein Speicherpunkt davor. Auf einmal kriegt man einen Kontrollpunkt. Auf einmal heißt es dann, hier hast du einen Gegner. Oder ist er weiß aber hier. Aber ja, dafür bin ich jetzt hingekommen. Es gibt hier einen Spiegelring. Keine Ahnung, was der macht, aber er ist halt da. Finger, da. Der Spiegelring kann Feinde, die Träger physisch angreifen, sofort töten. Kann, muss aber nicht. Ist eine schöne Sache. Bis Schuh halt den garantierten Konter drauf hat, ist das gar nicht mal so verkehrt mit dem. Ja, das heißt, Manomaru und Lady Zola, die töten ja durch verachtenswerte Gewalteinflüsse, während er dann halt subtil töten kann mit einem Ring oder so ähnlich. Stärkungselixier, schön. Ja, ich glaube, hier konnte ich vorher nicht hin. Lupenreiner Amethyst. Ich meine, gut, ich werfe ja hier ständig mit den Dingern um mich. In der Hoffnung, irgendwie die Kämpfe doch zu überleben. Das war aber wieder ein Kampf. Ich könnte auch sagen, das war mal wieder ein Krampf, aber ja. Ich will ja jetzt nicht ganz so viel jammern. Jammern will ich schon, aber nicht so viel. Der Himmel ist blau. Ja, der Himmel ist blau. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier nochmal irgendwas angucken muss, aber... Naja. Mein Problem ist, wir haben, glaube ich, jetzt nicht die... Ja, ich nenne es ja Fernbedienung. Ich glaube, wir haben die Fernbedienung jetzt gerade gar nicht, sondern die hat jetzt der Älteste, wenn überhaupt. Etwas, was ich nicht gut finden kann, weil ich brauche die Dinger ja. Nicht der Bürgermeister. Oder Ältester oder wie man es auch nennen will. Okay,
hier, die zwei Schatztruhen auch noch. Und dann haben wir, glaube ich, alles hier. Also, mal abgesehen vielleicht von Sachen, wie die ganzen typischen Medaillen und nichts und sowieso, aber hä. Und runter. Ja, ich denke, wir sind eigentlich fertig hiermit. Ich meine, der Bürgermeister, Ältester, wie auch immer, hat mir jetzt nichts gegeben. Obwohl ich ihn ja angequatscht habe. Aber 50 Erfahrungspunkte, yay. Das ist ein sehr schöner Duft. Und der unterhält sich einfach mal mit dem Pony. Na ja, gut, kann er ja machen. Habe ich kein Problem mit. Nicht so richtig zumindest. Wo will ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ich weiß nie, wo ich hier hin will. Ich laufe einfach durch die ganze Art des hier durch. Da ist eine Brücke. Ist das gut? Keine Ahnung. Muss ich darüber? Ich weiß es nicht. Naja, das ist Mammut. Irres Reiten. Ach du lieber. Das ist ja fast noch schlimmer als nur Mammut. Das ist ein irres Mammut. Cool, den ganzen Weg einmal drumherum gelaufen, um Medaillen zu finden. Au. Naja, wenn ich schon dabei bin und die sich wieder nicht leiten können. Was ich mir fast gedacht habe, weil das so typisch ist. Das ist was, was man jagen kann. Das ist ein Jagdgeist. Viel Spaß damit. Komische Truthähne. Kann man auch nochmal dazu. Ha, schlafen. Sehr gut. Naja, für mich heißt das im Prinzip einfach mal erstmal diese komischen Schreckensmaulwurfsviecher hier erledigen. Während die Jäger das große Mammut erledigen können, also wenn sie es schaffen. Das überlasse ich erstmal denen. Dass das Mammut natürlich trotzdem Manomaru angreifen wird, ist auch halt irgendwie klar. Aber das soll mir mal egal sein. Obwohl ich natürlich... Ich würde schon sagen, kann ich das Mammut nicht angreifen? Antwort doch, ja kann ich. Ich muss nur besser zielen. Ja. Wie viel... Oh Gott, wie viel HP hat das Ding? Oh wow. Ich kann diese Geister ganz... Achso, die sind in der hinteren Reihe und das Mammut ist vorne. Es ist nur so groß, dass ich es nicht richtig anvisieren kann. Achso. Das ist natürlich ein Problem, ne? Oh Mann. Yay, mehr Dornzweige. Brauche ich noch ganz viele. Weil wir sagen, ich brauche davon keine, aber ich fixe halt, was soll's. So, Manomaru eben wiederbeleben. Haben wir kleiner Knilch. Und dann bitte das ganze Elend hier beenden. Das war schon wieder viel zu viel Kampf für das, was ich eigentlich machen wollte. Oh wow, 1000 noch was. Das Mammut lebt immer noch. Ich bin tatsächlich eher entsetzt. Gleichzeitig würde ich aber wirklich gerne wissen, wie viel Schaden Krug anrichten könnte, die ja voll auf Monkey getrimmt ist. Mit demselben Zauber.
Bestimmt witzig anzusehen. Naja. Ihr mich auch, ihr seid ganz tolle, ganz, ganz tolle Jungs, nur habe ich überhaupt kein Interesse an euch. Man könnte auch sagen, ich lasse sie abblitzen. Hart, aber so ist es nun mal. So, da war jetzt gerade noch eine Kiste. Und irgendwie eine Klippe, wo ich wieder nicht langkomme. Wo das so aussieht, als würde der Weg hier hinführen, ne? So, geh hier hin. War da gerade ein Kandidatsauge in die Wand geglitscht? Kann's gar nicht wissen. Weil, sagen wir mal ehrlich, passiert ja das öfter mal, dass irgendwas irgendwo reingeglitscht ist. Was haben wir hier noch? Okay, Cutscene. Cutscene haben wir da. Schaut! Mich noch nicht bedankt habe? Das warst du also, Ältester? Möchte ich euch das hier geben? Was? Echt? Ja, ich selbst kann mit solchen Sachen nichts anfangen. Doch euch werden sie sicher nützen. Vielen Dank. Wir sind dir sehr dankbar. Haben wir doch schon gesagt. Vielen Dank und so. Und so erhalten wir also das grüne Gerät. Yay. Eigentlich würde das ja geradezu danach schreien, jetzt durch die Gegend zu rennen und alle grünen Barrieren zu entfernen. Aber ich hätte gerne meine Klug wieder, wenn ich das mache, eben schon. Ne, Barriere und so, SP sammeln, das ganze gute Gedösel halt. Frage ist halt, ob ich sie jemals wiedersehe. Oder Frage ist, ob ich sie jemals auf dieser CD wiedersehe. Ich meine, die Leute, die aufmerksam sind, haben schon gesehen, ja, in einem späteren Spiel stand der auf meiner Xbox noch drauf ist. Hinterher ist sie wieder da. Die Frage ist halt nur, wann und wieso und sowieso. Die Frage ist, wo ich hier gerade langlaufe. Die Antwort darauf ist wieder, ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach. Du lieber Himmel. Komisches Zeugs, prächtige Geister. So, im Moment wollte ich sagen, tanzende Roboter, aber... Vielleicht fahren sie auch nur Schlittschuhe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich hier laufe. Ich habe nur für einen Moment gedacht, die prächtigen Geister könnten irgendwie seltene Gegner sein, aber scheinbar ist es nicht. Weil ich davon ausgehen würde, dass seltene Gegner sich nicht in meine Nähe trauen würden. So nach dem Motto, oh nein, der will nur meine XP haben. Das ist gar nicht an meinem Inneren interessiert oder so ähnlich. Das ist ein Robball. Aha. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich sehe auch nichts. Ich bleib dabei, das ist... Ist das das, was ich suche? Keine Ahnung. Massiver Slowdown. Habe das Gefühl, das ist nicht das, was ich suche. Ich suche eigentlich einen großen, komischen Roboter, ne? Wo bin ich hier? Keine Ahnung. Also so ist nach Norden, nehme ich an. Verstehe ich richtig. Ich habe keine Ahnung, ob ich nach Norden muss oder nach Süden. Auf der Karte ist da wenigstens Weg. Naja, krieg du mal weiter rum. Lieber, ne? Au!
The fuck? Haben die mir gerade extra in den Kopf geworfen und das hat Schaden gemacht? Jo. Alter. Das ist ja ganz schön gemein. Und die sind natürlich jetzt auch wieder 28.000 Mal vor mir dran, weil ist halt so. Mit Instant-Kill-Techniken auch noch. Oh, na Witz, ey. Ich meine, ja, ich, sollte natürlich zum einen nicht unbedingt versuchen, einfach vor allem wegzurennen. Das ist auch so eine Sache, auf jeden Fall, aber es ist doch manchmal echt lächerlich. Oder möchte mir jemand was anderes dazu sagen? Ich habe das Gefühl, manchmal ist es einfach sehr lächerlich. Ich meine, dass Gegner Instant-Death-Techniken verwenden können. Das ist ja fast schon normal hier mittlerweile. Das ist ja... Naja, fast schon unnormal, wenn nicht. Und die Kämpfe gehen ja trotzdem irgendwie über die Bühne. Obwohl ich sagen muss, dass mir die Eisriesen mal eben Äxte vor den Kopf schmeißen können, was Schaden macht. Das war... Gott verdammt nochmal. Das war jetzt auch für mich halt eine neue Erfahrung. Einfach mal Äxte vom Kopf werfen und 50 Schaden machen, damit man... Ich meine, ich bin ja auch so schon immer super gut gerüstet für die nächsten Kämpfe und dann... sowas ist dann halt so nach dem Motto, haha, jetzt ist der Gegner sogar noch geschwächter als ich. So, ja, vielen lieben Dank dafür. Ist hier auch mal irgendwann irgendwas... Was ist das hier? Riesenschatten. Ja, danke, nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Oder sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung, ob ich hier sein soll. Ich meine, das sind Barriere-Roboter, das erkenne ich. Weiß das hier, soll ich hin? Der hat geschossen, habe ich genau gesehen. Das ist nur ein Krater. Und in den Krater selber kann ich da auch wieder nicht rein. Ich verstehe das ja alles nicht. Okay, komische Killerpinguine. Achso. Pelikane, Entschuldigung. Pelikane. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich sehe nur, dass 500.000 Pelikane auftauchen, um mich umbringen zu wollen. Das ist ja auch schon eine schöne Sache oder so ähnlich. Was ich eigentlich gerade gar keine Lust auf Kämpfe habe. Ich möchte eigentlich gerne meine Kämpfe wieder haben. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein muss. In den Krater. Aber bei meinem Glück sind das auch noch Gegner, die ich auf diesem Level nicht herausfordern sollte und werde dann umgebracht oder so ähnlich. Weil möglich ist alles. Und hier lang gehen ist, ich meine, es ist möglich, aber hier scheint ja noch weniger zu sein. Na ja, gut, ist auch eine Schatztruhe, aber, ne? Und das ist auch noch eine Schatz. Ich meine, es sieht hier ja schön aus und so, ne? Wasser und Eis und kalt und sowieso und bla, aber... Ich weiß ja nicht. Und da muss ich hier runter. Um hier rumzulaufen. Oh, ja. Achso, da komme ich immer noch nicht ran. Ha. Ah. Ich hätte irgendwen anders zum Barrieremagier ausbilden sollen. Dann hätte ich einmal einen Kampf gemacht und hätte jetzt Barriere einfach angemacht und dann
gib ihnen oder so ähnlich, aber nein. Ich habe das mit klug gemacht. Weil klug klug ist und meine Magierin war und was habe ich jetzt davon? Die ist entführt. Das ist blöd. Und keiner gibt mir hier einen Ersatz. Aber ich versuche irgendwelche Bosse umzubringen. Ohne einen vernünftigen Magier. Es ist ein Trauerspiel, sag ich euch. Es ist einfach ein Trauerspiel. Vielleicht muss ich ja tatsächlich durch diesen Ring da brechen. Ich weiß es nicht. Kommt mir total dämlich vor, aber probieren wir es mal. Was passiert, wenn ich hier einfach dran vorbeilaufen will? Ja. Eigentlich ja nichts. Das sah gerade nicht so aus. Der Große hat Klug mitgenommen. Dann muss Klug hier irgendwo sein. Das werden wir sehen. Es könnte eine Falle sein. Wir brauchen einen Plan. Gehen wir hin und finden's raus. Schuh! Warte! Das war ein super Plan. Der Plan ist, gehen wir hin und finden's raus. Was zum... Erdbeben? Eine Falle. Nutze deine Magie, um sie aufzufangen. Das hat ja viel gebracht. Gesteuert. Nein! Nochmal den Zauberspruch. Zu spät! Hokus Pokus Fidibus? Okay, neues Minispiel. Beim Signal zum Springen halt die Sprungtaste drücken. Habe ich gut gemacht, ne? Yeah. Sonst wäre das wahrscheinlich jetzt ein Game Over. Ja, danke. Keine Sorge. Klug ist okay. Bin ich erleichtert. Was ist das denn? Nene! Was ist das? Ah, was zum... Igitt! Was ist... Ich weiß nicht. Meine Hand ist ganz taub. Nene! Was hast du getan? Du, komm schon! Wach auf! Klug! Wach auf! Klug!
Flug! Flug! Shu, Jiro. Maro und Lady Zola sind auch hier. Danke, Freunde. Bist du okay? Ja. Shu, lass mich ruhig runter. Ich kann wirklich alleine stehen. Ah, na klar. Klug. Was ist? Was ist das? Ich mach's ab. Au! Shu! Das Ding muss ab! Manu Maro, hilf mir! Aber immer! Nein, Shu! Du tust dir weh! Nein! Shu! Du solltest auf sie hören. Tu dir nicht selbst weh. Nein! Noch eine Stunde. Was, eine Stunde? An ihrem Halsband ist eine Bombe. Und in weniger als einer Stunde wird sie explodieren. Explodieren! Bombe? Das Schwein! Er genießt unser Leid! Wollt ihr sie retten? Dann kommt her und holt euch von mir den Zünder. Nur so könnt ihr verhindern, dass die Bombe hochgeht. Er lädt uns ein, was? Wie nett von ihm. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Hm? Luke, ich rette dich um jeden Preis. Yay! Klug zurück, aber Bombe am Hintern. Naja, am Hals. Wir haben nicht viel Zeit. Ja. Wir müssen uns beeilen. Ist die Party denn wenigstens vollständig? Das tatsächlich ja, guck an. Mit guter Musik ist das natürlich auch immer nochmal so eine Sache. So. Das Problem ist jetzt, ja, wie man sehen kann, wir haben ein Zeitlimit. Ich spiele mit dem Gedanken tatsächlich mit der Truppe hier dann doch mal ein bisschen zu leveln tatsächlich. Um sicher zu gehen, dass ich die nächsten, ich sag mal, Sachen auch hinbekomme. Weil, ganz einfach, wir befinden uns hier wieder im, ich glaube tatsächlich, letzten Dungeon der zweiten Disc. Mit einem Zeitlimit und mehreren Bossen hintereinander. Also ich werde mit der Truppe sehr wahrscheinlich tatsächlich einfach sagen, ich gehe nochmal zu den Kelonons und so, level ein bisschen auf und komme dann hier zurück mit, keine Ahnung, ein Level um die 40 rum oder so, wäre ja eigentlich ganz nice. Aber ja, ihr werdet sehen, welchen Level ich dann habe. Bis zum nächsten Mal.